Das sind meine Top 5 Sims bei Sims 4 mit Begründung. Platz 5, Christopher Volkoff. Ja, das ist der Sim, den ich wahrscheinlich am meisten quäle. Aber vielleicht bin ich auch einfach nur eifersüchtig. Auf seine wunderschönen Haare, seinen charmanten Charakter und das hier. Und wie wir alle wissen, was sich liebt, das neckt sich. Platz 4, Eliza Pancakes. Ein sehr missverstandener Sim. Sie lebt in einer unglücklichen Ehe und wollte eigentlich schon immer ihr eigenes Business als Künstlerin starten. Obwohl sie nicht wirklich malen kann. Aber hey, Kunst liegt ja im Auge des Betrachters. Platz 3, Vladislaus Strauß. Von vielen gehasst und belächelt. Doch was wäre das Sims 4 ohne unsere nächtlichen, ungefragten Besuche von unserem Meistervampir Vlad? Hat wirklich das Talent, in den unpassendsten Momenten aufzutauchen. Und alleine dafür hätte er schon einen Preis verdient. Platz 2, der Sensenmann. Oder wie wir ihn liebevoll nennen, Sensi. Immer zur Stelle, wenn eines meiner Experimente mal wieder schief geht oder gelingt. Und damit wahrscheinlich der Sim, der am häufigsten in meinen Videos vorkommt. Ob er will oder nicht. Und Platz 1, keine Ahnung, vielleicht Bella, aber